Vorbei in die Mitte. Mit Lewandowski, da wird es ganz eng, aber er tankt sich da irgendwie durch. Und dann der Ball in die Mitte, Renato Sanchez. Und da ist das 1:0. Siebte Minute. Die Bayern, sie gehen standesgemäß in Führung. Keine Chance für Graf Hunder im Tor von Rotterdam. Vorarbeit durch Lewandowski und dann Renato Sanchez mit Auge schiebt den Ball links unten rein. Man kann es noch besser sehen, der Ball nicht im Aus. Checkt durch diesmal auf Lewandowski in die Mitte und da ist gleich das 2:0, nur eine Minute später. Rajaku. Gerade haben wir von ihm geredet. Ein so torgefährlicher junger Mann. Wie die Bayern sich da vor der Saison gesichert haben. Und hier hat er den richtigen Riecher. Einen tollen Laufweg in die Mitte reingezogen. Der Tolisso in der Mitte. Da ist er, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski und er macht das mit Auge. Das 3:0 von Robert Lewandowski. Hat dann noch zweimal den Kopf hochgenommen und geschaut. Tolisso kurz abgelegt auf Lewandowski. Er guckt hier einmal. Dann guckt er nochmal und dann mit Auge ins lange Eck. Auf der Linie noch Adrian Werner, aber der hat keine Chance. Der ist absichtlich auf den Fuß gestiegen. Schön durchgesteckt. Robert Lewandowski und den lupft er rein mit links. In der 16. Minute zum 4:0. Da schaut er, da sieht er, dass der Torhüter vor seinem Gehäuse steht. Und dann mit links Thiago. Jetzt tasten sie sich immer näher ran. Renato Sanchez. Und durch die Beine in der 20. Minute. Das 5:0. Wollten sie es vielleicht noch ausspielen, aber da war keiner mehr. Da musste Renato Sanchez dann auch schießen. Und dann das 5:0. Zum zweiten Mal Renato Sanchez. Lewandowski. Lewandowski geht da durch, wird nicht angegriffen. Lewandowski das Tor leer und da schiebt er ein in der 29. Minute. Das halbe Dutzend ist voll. 6:0, das dritte Tor in Halbzeit 1 von Robert Lewandowski. Keiner kann ihn da halten, zieht vorbei und dann verliert er auch noch den Torhüter. Thiago, oh, schlänzt er den, aber der war noch abgefälscht, glaube ich. Das müsste den dritten Eckball der Partie geben. Zentimeter geht der vorbei. Am langen Pfosten. Am eigenen 16er steckt durch auf Serge Gnabry. Und Gnabry, der will unbedingt noch seinen Treffer machen. 7:0 für die Bayern. In der 34. Spielminute. Diplom-Ingenieur. Der gebürtige Franke kann hier das 8:0 nicht verhindern. Von Quentin Tolisso. Torschütze war die Nummer 24, Quentin Tolisso, der Weltmeister aus Frankreich. Neuer Spielstand FC Wattenhagen, FC Bayern München. Tolisso und der schon wieder 40. Minute.
Also das 8 und das 9 zu 0 von Coco Tolisso. Wieder eingeleitet durch Lewandowski. Macht er den Hattrick? Und da ist er. Eine Minute später der Hattrick von Coco Tolisso zum 0 zu 10. Da lassen bei einigen der Lewandowski gegen 4 im Strafraum. Und das vierte Tor in Folge im Minutentakt und wieder ist es Corentin Tolisso mit dem 11 zu 0. Jetzt geht's in den Luftkampf, meine Damen und Herren. Alexander Neuenberger wird geschickt zum rechten Flügel. Kopfballmöglichkeit und da ist Thomas Müller. Der macht das dutzendvoll. Braucht natürlich noch ein bisschen Spielpraxis. Ab, dreht sich da einmal und dann Grafunder und dann ist es im Nachschuss. Archie Reed, 55. Minute. Quasi Okiere Reed oder wie sie ihn alle nur nennen, Ochi. Abseitsposition von Neuenberger. Kommen wir zurück von Leon Goretzka. Und Singh, nochmal Singh. Und jetzt macht er den Treffer in der 59. Minute. Da sehen wir Hansi Flick zusammen mit ja, das war Minute. Ja, das war, glaube ich, eines der einfachsten Tore, die er je machen musste. Da sehen wir Hansi Flick. Letzten Gedanken. Das sind so diese Allrounder-Typen. Ja, auch ein Leon Goretzka, der ja eigentlich fast jede Position bekleiden kann. Jeden solche Spieler mal kennenlernt. Thomas Müller, den kennt man. Und der macht das 15 zu 0. In der 61. Minute. Ja, das war natürlich optimistisch gespielt von Fethi Sözoğlu mit der Nummer 10. Goretzka. Oh, der war traumhaft geschossen. Ins lange Eck geschlänzt von Leon Goretzka. Hätten sich wahrscheinlich auch die meisten Bundesliga-Torhüter schwer getan. Der hat ja von Leon Goretzka. Ja, da hätten sich wahrscheinlich auch die meisten Bundesliga-Torhüter schwer getan. Der hat ja genau. Der Bayern-Spieler. Und lasst die Galopp in der Abendsonne am Tegernsee. Jetzt zaubern sie noch mal da. Singh. Ah, der hat auch einen guten Distanzschuss. Goretzka und der sitzt. Schönes Ding da, Leon Goretzka. Das war eine Bewegung. Den Ball angenommen. Es war eine Bewegung mit rechts angenommen. Kurz geschaut, wo steht der Torhüter? Hier. Schaut und dann ist es vielleicht noch ein bisschen früher, ein Resümee zu ziehen, aber Thomas Müller möchte nochmal treffen. Legt er ab.
Und dann kullert der Ball rein. Da bin ich jetzt mal gespannt, wem das Tor gegeben wird hier. Zum 18:0. Geben wir es Ochi Reed.